Unser nächster Look wird ein Fischgrätzopf. Und zwar kombiniert mit einer Mütze. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, wiederum braucht ihr nur eine Mütze, ein Haargummi und eure Finger. Nehmen wir jetzt die Haare wiederum auf einer Seite zusammen. Dadurch, dass das meiner Meinung nach deine Schokoladenseite ist, nehmen wir auch in diesem Fall wieder auf die linke Seite die Haare zusammen. Und jetzt geht's ans Flechten. Und ja, der Fischgrätzopf ist ja so eine kleine Herausforderung für so jeden, der es noch nie gemacht hat. Aber ich verspreche euch, wenn ihr es einmal begriffen habt, dann werdet ihr den Fischgrätzopf genauso lieben lernen wie ich. Und er geht wirklich am Ende ganz einfach. Also, ihr teilt das gesamte Haar in zwei gleich große Strähnen. Und dann nehmt ihr von sowohl der einen als auch von der anderen Strähne jeweils eine kleine Strähne von außen. Diese überkreuzt ihr dann schon mal und endet wieder mit zwei Strähnen. Macht das Sinn? Ich hoffe sehr, aber ich bin mir ganz sicher, wenn ihr einfach zuschaut, dann macht es noch mehr Sinn, weil man muss es einfach gesehen haben und begreifen und umsetzen. Das ist natürlich die Hauptsache. So, und jetzt wieder von außen eine kleine Strähne und von der anderen wieder eine kleine Strähne abteilen. Und irgendwann wird man dann bemerken, dass das Haar sich wie von selbst in kleine Strähnen unterteilt. Und auch hier wieder muss es nicht perfekt sein, denn am Ende wird dieser noch sehr perfekt aussehende Zopf auf jeden Fall zerstört. So, ist der ganze Zopf durchgeflochten bis in die Spitze, kann ich mir jetzt eine kleine Haarsträhne nehmen und den Zopf aufschieben. Das geht manchmal leichter als bei anderen Malen. In dem Fall sagt mir der Zopf, es ist zu viel Haar. Das geht nicht mit der kleinen Strähne. Aber das ist alles halb so wild, weil wir können uns einfach auch ganz klar, wie immer, einfach mit unseren Händen behelfen, den Zopf aufziehen und wie gesagt, jetzt wieder ganz wichtig, das sogenannte Zerstören oder Unperfekt machen. Ich will auf gar keinen Fall, dass am Ende der Zopf so aussieht, als wäre er gerade gemacht. Und ihr seht, je aufgelöster und je mehr kleine Strähnen auch rauskommen, umso schöner wird der Zopf. Denn ich möchte, dass der Zopf nicht ganz so fest hier am Kopf ansitzt und die Haare nicht so ganz streng sitzen und wirken, dann kann ich einfach hier mit den Fingern reingehen und den Zopf so ein bisschen nach unten ziehen. Und somit sieht der Zopf sofort cooler aus, die Haare hier vorne fallen einfach weicher und schöner. Und der Zopf kriegt einfach noch mehr Charakter. Ist der Zopf perfekt, unperfekt sozusagen und gefällt uns von der Textur und dem, was wir sehen, dann kommt jetzt noch am Ende das Haargummi, weil bisher haben wir in der Tat das Haargummi noch nicht befestigt, einfach, ja, um es uns leichter zu machen, den Zopf aufzuziehen. Jetzt auch hier am Ende gehen wir nochmal in das Ende des Zopfes sozusagen rein, zerstören das so ein ganz bisschen, machen es also somit unperfekt mit den Fingern. So, und gefällt uns nun, was wir sehen, natürlich auch ganz wichtig immer den Konturenbereich nicht vergessen. Das heißt auch nochmal wirklich gucken, auf beiden Seiten sitzt da das Haar. Wenn wir da noch die ein oder andere Strähne haben, die hier an der Seite schnell rausfallen könnte, dann gucken wir einfach, gefällt uns das oder aber wollen wir es schlicht haben. Ich persönlich finde es schlichter schöner, stecke somit also die Strähne, die hier rausfällt, einfach in das Haar rein. Ich brauche keine Haarnadel, wie gesagt, wirklich nur ein Haargummi
um diesen wunderschönen Look zu zaubern. Und jetzt kommt natürlich noch, last but not least, die ganz wichtige Mütze. Denn die ist ja mega Trend, diesen Herbst-Winter. Und insofern, die muss natürlich noch sein. Und das Schöne mit einer Mütze ist, alles, was uns zu viel ist, können wir einfach unten in die Mütze reinstecken, sozusagen. Und was ich immer liebe, ist das Schlichte. Und insofern habe ich jetzt hier auf der Seite die Haare auch noch weggesteckt. Also ihr seht, ihr könnt damit experimentieren und einfach machen und tun, wozu ihr Lust habt. Das ist mein Favorit.